Na gut, dann wollen wir mal das Level abmachen. Welche positive Eigenschaft soll erhöht werden? Körperkraft. Welche negative soll gesenkt werden? Höhenangst hätten wir dann noch. Goldgier und Neugier. Goldgier darf er ruhig behalten. Aber Neugier kann ruhig 1-2 Punkte runter. Hurra, geschafft. Sehr schön. Lebensenergie steigt um 2 Punkte. Oh weia. Das ist nicht gut. Na gut, dann halt die Talente. Einmal Hiebwaffen, bitte. Zweites Mal Hiebwaffen, also. Und ruhig Parade. Dann hätten wir noch gerne Äxte. Das muss auf jeden Fall gesteigert werden. Und da ruhig Attacke. So. Waffenlos erhöhe ich auch immer gerne. Da ruhig auch nur Attacke. Intuition muss beides hoch. Damit er auch öfters mal im Kerker was findet. Komm schon, dritter Versuch, Sinnesschärfe und misslungen. Ah. So, 11 Punkte noch. Ich hätte gerne Akrobatik, dass er sich ein wenig abrollen kann, falls es mal nötig ist. Ich hätte gerne Körperbeherrschung. Mindestens einmal, zweimal wäre besser. Schön. Und Selbstbeherrschung ist er schon recht gut. Reiten kann er gar nicht, schwimmen kann er nicht. Ist halt ein richtiger Zwerg. Aber da muss er leider drüber hinwegkommen. Denn Schwimmen kann noch wichtig werden. So, Fahrzeuge soll er auch noch lernen. Falls wir mit sowas zu tun haben, macht es bei ihm am meisten Sinn, denke ich. Dass er sich so ein bisschen mit Mechanik auskennt als Zwerg. Und damit sind wir schon fast durch. Zechen, wo ist Zechen? Da ist Zechen. Das muss natürlich gesteigert werden. Er ist noch unter dem zweistelligen. Na also. Zechen hat er jetzt auch 10. Klettern könnte man noch erhöhen. Oder vielleicht schleichen und verstecken. Ist zwar auch nicht sehr zwergenhaft, aber kann manchmal nötig sein. Also setzen wir mal einen Punkt noch auf Schleichen. So, Mürrem hat eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal. Was soll bei Mürrem denn gesteigert werden? Als Elfe kann sie so gut wie alles gebrauchen. Für ihre Zauber höchstenteils. Aber als Fernkämpferin hätte ich doch noch ganz gerne Gewandtheit, Fingerfertigkeit und Intuition höher. Weil das erhöht die Trefferchance. Also den Grundwert. Dann nehmen wir mal Gewandtheit. So, was soll gesenkt werden? Neugier hat sie 7. Raumangst, Höhenangst geht eigentlich noch mit 5. Also senken wir mal die Neugier. Geschafft, sehr schön. Es stehen 8 Punkte zur Verteilung auf Lebensenergie und Astralenergie zur Verfügung. Wir hätten gerne... Was hätten wir denn gerne? Die Elfen sollen nicht so schnell umkippen. Aber sie sollten auch nicht zu wenig Astralenergie haben. Also sagen wir mal 3 Punkte auf Lebensenergie. So, du sollst steigern, waffenlos. Du sollst steigern, Stichwaffen. Und natürlich Schusswaffen. Da hat sie erst 6, das ist nicht allzu viel. So, Körper. Akrobatik kann ruhig noch höher. Ruhig noch ein zweites Mal. Klettern ist hier schon ganz okay. Körperbeherrschung kann noch höher. Selbstbeherrschung dann wahrscheinlich auch. Selbstbeherrschung hat sie erst 2. Das geht gar nicht. So. Zechen hat sie 0. Schwimmen hat sie 2. Das kann auch noch höher. So, 9 Steigerungsversuche hat sie noch. Das sollten wir auf die Natursachen verwenden. Also Fährten suchen. Fesseln kann auch hoch. So. Tierkunde und Wildnisleben sind auch noch sehr wichtig. Wildnisleben. Komm schon, Wildnisleben. 2 Punkte nur noch. Oh, weia. Orientierung wäre noch ganz praktisch. Das wäre alles praktisch. Intuition hat sie auch nicht allzu viel. Also im Vergleich zu Gwendolyn und Tirik.
Ich glaube, ich werde den letzten Punkt auf Tierkunde versuchen. Und geschafft. Schön, schön. Zaubersprüche. Da hätten wir gerne Beherrschung brechen. Den soll ja jeder Zauberkundige bei uns haben. Ging nur einmal. Na gut. Dann ein Van Baladin. Der hat uns auch schon öfters geholfen. Wenn sich unsere Helden irgendwo nicht rübergetraut haben zum Beispiel. Können wir nochmal steigern? Ja. Und wir haben noch Band und Fessel. So, als nächstes Heilzauber, sehr wichtig. Also primär der Balsam, Balsunde. Aber ich werde auch noch den Tiere heilen steigern. Falls wir da mal zu kommen sollten. Macht es auf jeden Fall Sinn, dass Myrim das hat. Keine Steigerung mehr möglich, schade. Na gut, dann halt Blitzdichtwind, Fulminictus und dergleichen. Als nächstes. Zweimal schon verpatzt. Dreimal verpatzt bei Blitzdichtwind. Schade. Hoffentlich passiert das bei Fulminictus nicht. Und ja, sehr schön, geschafft. Können wir das nochmal steigern? Ja, sehr schön. 6 Punkte haben wir noch über. Scharfes Auge, sicherer Stand nehme ich auch nochmal. Das erhöht unsere Chance zu treffen mit Fernkampfwaffen. Auch wenn das ja eh schon recht hoch ist. Und auch später treffen die fast immer mit den Fernkampfwaffen. Und vor allem im zweiten und dritten Teil wird das sehr praktisch, wenn sie dann auch schräg schießen können. So, 4 Steigerungsversuche haben wir noch. Verständigung. Nein, Verwandlung. Armaturz könnten wir noch steigern, das ist ganz praktisch. Unsichtbarkeit. Geht. Was haben wir hier noch? Flimflam Flunkel und die anderen Sachen hat Altalana. Bewegung. Acceleratus können wir steigern. Das ist eine gute Idee. Spurlos, trittlos, fährtenlos auch. Den haben wir, glaube ich, sogar schon einmal benutzt, um uns ranzuschleichen. Komm schon. Achso, können wir gar nicht mehr steigern. Na gut, dann nochmal Acceleratus. So, Gerogon hat eine neue Stufe erreicht. Drückt die Daumen, dass er jetzt endlich mal ordentliche Lebenspunkte bekommt. Was soll gesteigert werden? Er hat schon recht viel Mut, recht viel Körperkraft. Dafür ist er sehr dumm und kein bisschen charismatisch. Ja. Dann steigern wir bei ihm trotzdem nochmal Körperkraft, damit er mehr tragen kann. Denn wir wollen ja später unsere Schuppenpanzer haben. Was soll gesenkt werden? Totenangst auf jeden Fall. Geschafft, sehr schön. Lebensenergie steigt um 3. Naja, mehr als Tirik mit seinen 2. Trotzdem hat er nicht besonders viele Lebenspunkte. So, ähnlich wie bei Tirik. Auf jeden Fall waffenlos. Schwerter. Und 2 Handschwerter. Da. Misslungen, nicht gut. Misslungen, gar nicht gut. Komm schon, dritter Versuch. Ah. 2 Hände sind echt wichtig in den 3 Teilen. Das Spiel heißt nicht umsonst Schicksalsklinge. Na gut, Körper. Was haben wir denn noch? Schleichen, Schwimmen, Selbstbeherrschung. Verstecken kann er einen Punkt gebrauchen. Akrobatik kann auch ruhig einen Ticken höher. Körperbeherrschung sollte noch viel höher. Und Selbstbeherrschung auch. Komm schon. So. Wissen sollte er eigentlich sich mit Kriegskunst beschäftigen. Das einzige Wissenstalent, das Talana nicht hochskillt. Komm schon. Nee, nicht Natur. Wissen. Da. Kriegskunst auf 9. Können wir nochmal? Ja, können wir. Obwohl der Sprung zu 10 jetzt mit am schwierigsten ist. Nee, nicht geschafft. 2 Punkte nur noch. Was nehmen wir denn mal? Intuition? Oh, so gut wie gar keine Intuition. Setzen wir das mal hoch. So. Diese Option ist ausschließlich Magiekundigen vorbehalten. Okay. Oh, ich glaube, da wurde gerade was übersprungen. Oder ich habe irgendwas weggeklickt. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei Talana. Steigerung der Talente und Zauber sind nur beim Stufenanstieg möglich. Wollen Sie abbrechen und den Rest bis zur nächsten Stufe aufsparen? Was zur Hölle?
Nein. Diese Option ist nur Magierkundigen vorbehalten. Ich verstehe nicht, was der von mir will. Okay, wenn ich jetzt Nein drücke, kommt wieder, das ist nur Magierkundigen vorbehalten. Also muss ich Ja drücken. Das war komisch. Na gut. Yallen hat einen Levelaufstieg. Sie hat nicht sehr viel Intuition, nicht sehr viel Fingerfertigkeit, Charisma und Körperkraft. Das ist alles ganz schön mau. Wir sollten Intuition steigern. Also zum einen für den Fernkampf und zum anderen auch für die Zaubersprüche. So, wir senken Jezorn. Das passt nicht so sehr zu der Auelfe. Und es stehen 3 Punkte zur Verteilung über. Das ist doch lächerlich. Dann machen wir 0 Punkte auf Lebensenergie. Sie hat, glaube ich, so schon mehr als Gerugon, oder? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber das passt schon. So, du sollst auf jeden Fall, weil ich es vergessen habe, Pflanzenkunde steigern. Pflanzenkunde steigern. Gleich nochmal. Ich glaube, man kann es 2-mal steigern. Ja, drittes Mal geht nicht. Na gut. Jetzt Schusswaffen. Jetzt Schusswaffen. Also, waffenlos, wie jeder andere auch. Und Stichwaffen. So, was brauchst du noch? Intuition bist du einigermaßen okay. Wissen hat primär Talana. Aber ein wenig Magiekunde kann nicht schaden. Schwimmen kannst du auch schon ein wenig. Klettern hast du nur 4. Das müsste auf jeden Fall noch höher. Na komm schon. 5 zu würfeln ist nicht so schwer mit 2W6. Aber sie hat es 3-mal versaut. Na gut, dann halt Akrobatik. Nochmal. Und was haben wir noch? Körperbeherrschung. Und Selbstbeherrschung vor allem. Wir kommen zu häufig an Stellen, wo unsere Helden Angst haben oder sich nicht trauen oder ähnliches. Ich denke, da wird Selbstbeherrschung schön helfen. Sollten wir also bei jedem mindestens auf 5 bringen. So, was haben wir noch? Oh, ich habe die ganzen Heilsachen vergessen. Okay, Heilkrankheiten hat sich schon recht hoch, Heilwunden auch. Heilkundengift sollten wir dann mal steigern. Geschafft, sehr schön. Zaubersprüche ähnlich wie bei Myrim. Beherrschung brechen. Dafür beim Baladin steigern. Somni Gravis, auch wenn ich den immer wieder vergesse. Der hilft bei dem Schlafen, bei der Regeneration. Heilung ist sie schon auf 8. Das wird schwierig werden, das zu steigern. Aber versuchen sollte man es auf jeden Fall. Denn es gibt nichts Nervigeres, als wenn das mal misslingt in einem kritischen Moment. Komm schon, 3. Versuch und misslungen. Na gut, bevor die Punkte ausgehen, sollten wir erstmal Fulminictus steigern. Weil 6 Punkte sind da auch noch recht mau. Schön, beim 3. Mal geschafft. Gleich nochmal. 1. Versuch misslungen. 2. Versuch misslungen. 3. Versuch misslungen. Ärgerlich. Was haben wir jetzt noch? Silentium kann sie auch nochmal steigern. Bewegung. Hat sie nichts wirklich Gutes. Das hat alles Myrim. Hellsicht. Ha, hat sie recht hoch, aber ich glaube, Talana hat die höher. Also sollten wir vielleicht noch scharfes Auge, sicherer Stand bei ihr auch steigern. So. Jetzt kommt mit das... So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Jetzt geht's weiter mit dem eigentlich Wichtigsten bei Talana. Auch wenn eher die Zauber wichtig sind als die Stats. Was erhöhen wir bei ihr denn mal? Mut, Klugheit, Charisma... Nee, Intuition, glaube ich. Obwohl, Körperkraft ist auch wichtig für die Talentprobe beim Fulminictus und ich glaube auch beim Ignifactius. Also sollten wir das auch mal ein wenig steigern. Das geht doch nicht an. Ich will doch bloß in Ruhe meine Level steigern und werde andauernd angerufen. Tut mir leid nochmal. Also, welche negative Eigenschaft soll verringert werden? Jezorn hat sie recht hoch, Neugier, Goldgier, Raumangst.
Ich nehme mal Neugier, einfach weil es das höchste ist. Und geschafft, sehr schön. Es stehen 4 Punkte zur Verteilung übrig. Das ist nicht sehr viel. Eigentlich sollte ich ja alles auf Astralenergie tun. Aber falls denn mal ein gegnerischer Magier einen guten Zauber durchbekommt, dann würde sie mit einem Schlag umkippen. Das ist ja auch nicht so gut. Also machen wir mal 50-50. So. Sollen Steigerungsversuche in Astralenergie umgewandelt werden? Ja. Möchten Sie Steigerungsversuche umwandeln? Nein. Wir brauchen alle unsere Steigerungsversuche, um Ihre körperlichen Gebrechen ein wenig auszugleichen. Also einmal Speere. Noch einmal Speere. Und alles auf Parade, richtig. Dann brauchen wir Wissen auf jeden Fall. Magiekunde höher. Und dreimal daneben. Schade. So, Kriegskunst hat der Girugon. Alles andere soll sie eigentlich abdecken. Auch wenn das eine ganz schön schwierige Aufgabe ist. Erhöhen wir mal das Niedrigste. Und gucken vorher noch ganz kurz bei den körperlichen Sachen. Denn sie muss hier genau wie alle anderen auch gut schwimmen können, gut klettern können. Das wird nichts mit unseren paar Punkten. So, Schwimmen gesteigert, Klettern einmal gesteigert. Selbstbeherrschung braucht sie auch mehr. Akrobatik hat sie -2, das ist gar nicht gut. So, 2 Punkte haben wir noch. Also Mürrim jagt. Jallen sucht Kräuter. Talana braucht das also alles nicht. Nee, braucht sie nicht. Wie schaut es bei Intuition bei ihr aus? Gefahrensinn ist recht niedrig. Aber sie muss sie dann halt auf die anderen Kameraden verlassen. Das passt schon. Als nächstes vielleicht noch Alchemie. Wenn wir es denn mal benutzen, sollte es auch schon recht hoch sein. Und Geografie. Klingt doch gut. So, 30 Steigerungsversuche bei den Zaubersprüchen. Die werden wir auch alle schön verbrauchen. So, Beherrschung brechen. Guardianum. So. Bambalain braucht sie nicht. Horiphobos soll sie aber schön steigern, weil der echt praktisch ist. So. Dann noch Transversalis. Der muss auf jeden Fall hoch. Kann sie, glaube ich, aber nur zweimal. Ja, ging nur zweimal. Hellsicht. Analyse Arkanstruktur sollte sie haben, damit wir später die magischen Sachen ein wenig genauer uns angucken können. Und den auch noch. Und Penetrizel. Schon sind wir nur noch auf 20. Und da haben die Kampf- und Heilungssachen noch gar nicht angefasst. Also Kampf, Fulminictus. Kampf, Fulminictus. Kampf Ignifactius. Die dürfte sie auch jeweils dreimal steigern können, weil ihre Schule halt die Kampfschule ist. So. Fulminictus ist durch. Ignifactius ist misslungen. Und auch dreimal hoch. Sehr schön. Was haben wir noch? Plumbumbarum? Nee, benutze ich nicht so häufig. Veränderung. Flimflamflunkel hat sie hoch genug. Claudibus und Eolitus, die wollte ich auch noch steigern. So, Verwandlung. Mut steigern wäre ganz praktisch. Armatrutz braucht sie auch noch. Gab es noch irgendetwas, was sie auf jeden Fall bei jedem Aufstieg steigern sollte? Transversalis war eins davon. Beherrschung brechen ist ganz schön wenig. Dämonologie hatte ich gar nicht erst angefasst, obwohl Geisterbannen recht praktisch wäre. Elemente gar nichts. Bewegung hatten wir Transversales. Motorikus, den brauchen wir noch. Das war die Telekinese. So. Und ein Foramen kann auch ruhig noch ein wenig höher. Falls wir mal auf ein Schloss treffen, das von einem Meistermagier geschlossen wurde. So, 2 Punkte noch.
Duplikatus. Nee. Heilung. Heilung hat sie erst 4 auf Balsam. Das muss mehr werden. So. Geht nicht mehr. Oh, schade. Verständigung. Braucht sie auch keins. Obwohl, Nekropathia. Ich glaube, da setze ich jetzt ab und an auch mal Punkte rein. So, und damit hätten wir das Level abgeschafft, trotz der ganzen Telefonattacken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann ordentlich weiterspielen können. Also bis gleich.